Gorm war der Großvater von Sven Gabelbart gewesen, dem Englanderoberer, und der Vater von Harald Blauzahn, dem König, der sich gerühmt hatte, als erster die Dänen zu Christen gemacht zu haben. Uns schauderte, als wir die Kirche betraten. König Harald hatte seine Eltern Gorm und Thyra zunächst nach alter Sitte in zwei riesigen Grabhügeln bestattet und dann auf heidnischer Stätte das Gotteshaus erbaut. Jelling der Könige, so heißt diese monumentale Stätte heute noch. Neben Kirche und Grabhügel lässt König Harald Blauzahn gegen 970 einen 10 Tonnen schweren, mit Runen verzierten Granitstein aufstellen, der den Durchbruch des Christentums im heidnischen Dänemark markieren soll. Also, på min ene side, der ligger der den gamle trækirke, og så står den store runesten bagved. Zwischen den Grabhügeln steht damals die alte Holzkirche, der große Runenstein direkt daneben. Und dann ist hier eine riesige Schiffssetzung, die Gorm und Harald gegen 950 haben bauen lassen. Wo das Dorf Jelling damals liegt, wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich östlich von dieser Stätte. Die mehr als 1000 Jahre alte Botschaft auf dem gigantischen Granit lautet: König Harald befahl, diesen Stein zu errichten, zum Gedenken an Gorm, seinen Vater, und an Thyra, seine Mutter. Der Harald, der sich ganz Dänemark und Norwegen unterwarf und die Dänen zu Christen machte. Mit den Runen bekennt sich Harald auf spektakuläre Weise zum neuen Glauben, allerdings nicht ganz freiwillig. Denn der deutsch-römische Kaiser Otto I. hat die südliche Grenzstadt Haithabu besetzt und droht, Dänemark christlich zu kolonisieren. Harald will ihm zuvorkommen. Doch wie erklärt er seinen heidnischen Untertanen, dass Christus ein besserer Gott als Odin ist? Ein Wunder muss her. Auf vergoldeten Bronzeplatten aus dem 11. Jahrhundert wird die Bekehrungslegende Harald Blauzahns wie in einem Bilderbuch erzählt. Demnach hat einst der deutsche Bischof Poppo den dänischen König besucht. Während eines Festes prahlt Harald damit, dass die heidnischen Götter größere Wunder zustande bringen würden als Christus. Als Poppo widerspricht, befiehlt Harald ihm, einen glühenden Eisenhandschuh anzulegen. Dann könne man ja sehen, was sein Gott vermag. Doch Poppos Hand bleibt völlig unbeschadet. Dieses Wunder überzeugt nicht nur König Harald so sehr, dass er sich taufen lässt, auch sein Volk muss ihm nun folgen und den neuen Glauben annehmen. Damit ist der Vormarsch des deutschen Kaisers gestoppt und Haithabu wieder frei. So, wir haben sowohl den politischen Presse von der deutsch-römischen Kaiserreich und so den religiösen. Es ist also der politische wie auch der religiöse Druck, der Harald für den neuen Gott empfänglich macht. Der kann mehr als Thor und Odin. Das, so glaube ich, sind die beiden Seiten der Geschichte. Nachdem Harald den Runenstein in Jelling gesetzt hat, dauert es nicht lange, bis er im Süden Haithabu zur Festung ausbaut, gegen die Deutschen. Er weiß eben genau, dass es noch mindestens eine Generation dauern wird, bis die Dänen den neuen Gott, den weißen Christus, akzeptiert haben. Harald stellt den großen Runenstein auch zur Ermahnung seiner Untertanen auf und lässt einen Christus in die andere Seite des Steins meißeln, der nicht als Gekreuzigter, sondern als Siegender daherkommt. Kein Dornenkranz umschlingt sein Haupt, sondern die Krone eines Königs. Harald und Christus stehen nun gemeinsam für die Macht in Dänemark. Nur wenige Jahre vor seiner Taufe hat König Harald seinen Vater Gorm noch heidnisch in einem der beiden großen Grabhügel in Jelling bestattet. Gegen 970 lässt er die Gebeine Gorms ausgraben und in der neuen Kirche beisetzen, mit zahlreichen Gaben. Der tote Urkönig soll zum zweiten Mal auf Reise gehen, statt nach Valhalla ins himmlische Paradies. Und wenn man kigger på det lille bæger her, så har vi faktisk. Auf diesem kleinen Becher sehen wir praktisch Heidentum und Christentum nebeneinander. Hier sind zwei Tierornamente eingraviert, die in einen winzigen Altar ranken, der an der Vorderseite mit Trauben geschmückt ist.
das Symbol für Christus. Som på forsiden har en hel masse druer. Og her har vi jo symbolet på Kristus. Als Gorm umgebettet wird, bekommt er diesen kleinen Becher als Grabbeigabe, um zu unterstreichen, dass man hier christlich ist. Der Mönch Martin war sehr nachdenklich geworden. Nicht nur durch Liebe hatte sein Gott den Weg in die Herzen der Menschen gefunden. War die Offenbarung der Heiligen Schrift nicht stark genug, an ihn zu glauben? Warum drohende Worte und gar das Schwert? Wie zum Trotz las mir Martin vom Leben Jesu vor, der am Kreuz für die Menschen gestorben war, der Habgier und Rachsucht verdammte und verlangte, den Nächsten zu lieben, statt zu töten. Mich musste er von der Größe dieser Botschaft nicht überzeugen. Ich erzählte jetzt von dem schrecklichen Mord, der die Welt der Götter erschüttern sollte, ausgelöst durch den verschlagenen Loki. Begreifst du jetzt, was die Seherin mit dem kommenden Unglück meinte? Odins geliebter Sohn Balder muss bald sterben, denn auch in der Welt der Götter gibt es das Böse. Mit großer List verführt die Schlange Loki den blinden Hödur zu Untat. Odin sieht es kommen. Die Seherin hat es ihm erzählt. Doch selbst der Höchste der Götter kann es nicht verhindern. Odin verliert seinen Sohn, den Liebling aller. Wir haben Götter, die fehlbar sind, die auch Schuld auf sich laden können und die außerdem nicht unsterblich sind. Und das ist der wesentliche Punkt. Und das unterscheidet ja dann wieder eben das Christentum so drastisch vom Heidentum. Denn diese Götter können vergehen. Das ist von vornherein drin angelegt. Auch im Balder-Mythos, diesem berühmten Mythos der altnordischen Mythologie, einer der unschuldigsten Götter überhaupt stirbt durch die Hand seines eigenen, allerdings blinden Bruders, angeleitet von diesem Trickster oder dämonischen Loki. Balders Leichnam wird in einem brennenden Schiff in die Totenwelt geschickt. Odin gibt in seinen Ring Draupnir mit auf den Weg, damit man ihn dort als König erkennt. Hel, die Göttin des Todes, verspricht, Balder dürfe heimkehren, wenn alle Toten und Lebenden um ihn weinten. So erzählt es die Seherin in ihrem Lied. Hier und da waren wir auf unserem Weg bereits auf einzelne gewaltige Steinsetzungen in Form von Schiffsrümpfen gestoßen, mit denen die Wikinger ihre Toten bestatteten. Doch als wir am nächsten Morgen den großen Fjord im Norden Jütlands erreichten, von wo aus wir ein Schiff nach Norwegen nehmen wollten, lag plötzlich etwas vor uns, das ohnegleichen war. Es war, als sei an diesem Ort einst eine ganze Flotte von Wikingerschiffen gestrandet und zu Stein geworden. Ein gigantischer Friedhof auf einer Anhöhe, viele hundert Gräber in Schiffsform, mit denen die Menschen der Wikingerzeit ihre Toten auf die letzte Reise geschickt haben. An der Ostseemündung des Limfjords im Norden Jütlands gelegen. Det er istidens sten, der simpelthen aflejer i omegnen her. Der var man simpelthen trukket herop.
Das sind Findlinge aus der Eiszeit, die man mit Pferden und Schlitten auf diese Anhöhe gezogen und als Schiffsform gesetzt hat. Es ist die Zeit der Wikingerschiffe und es liegt daher nahe, dass die Gräber als Symbol für die Reise ins Totenreich stehen. Man glaubte, dass die Toten in eine andere Welt fuhren und legte Gaben dazu. Das unterscheidet es von den christlichen Begräbnissen. Es war eine Prestigefrage, was die Heiden mit auf die Reise in die Länder der Toten bekamen, wo man weiter existierte. Für reiche Häuptlinge Pferde und Waffen, sogar die Lieblingsfrau, oft mit einem ganzen Schiff verbrannt. Vieles haben Archäologen am Limfjord gefunden. So finden wir vieles besser. Wir finden Pfeilspitzen zum Beispiel für die Jagd in der anderen Welt. Und dann gibt es andere wunderschöne Beigaben. Das ist ein Torshammer aus Bernstein. Wir sind ja noch in heidnischer Zeit und er symbolisiert Macht und den Schutz des Gottes. Er ist nicht sehr groß, aber aus dem Gold des Nordens, dem Bernstein. Die Germanen in der Eisenzeit begruben ihre Toten zum Teil noch in Särgen, so wie die Christen auch. Die Wikinger dagegen verbrennen die Verstorbenen auf Scheiterhaufen, die sie in den Schiffsgräbern vorbereitet haben. Alte Quellen erzählen, dass man jene, die man liebte und verehrte, nicht in die Erde legen wollte, wo die Würmer sie auffressen. So werden die Toten im Nu verbrannt, damit sie sofort ins Paradies zu Odin nach Valhalla eintreten können. Und so erzählt es die Seherin weiter. Gegen Ende der Zeit wird Unfrieden herrschen. Brüder fallen einander in den Rücken und der Sohn verschont seinen eigenen Vater nicht. Danach werden 3 Jahre kommen, die nur ein einziger langer Winter sind, genannt Fimbul, nur Frost und Hungersnot. Der böse Gott Loki wird ein unheimliches Schiff auftaken, das aus den ungeschnittenen Nägeln toter Menschen gebaut ist. Mit zerfetzten Segeln und einer Besatzung aus verwesten Leichen wird Loki mit diesem Schiff das Totenreich verlassen. Und die Midgard-Schlange wird sich aufs Land wälzen und gegen Thor kämpfen, den Herrn von Blitz und Donner und Beschützer der Menschen. Ragnarök ist das Endschicksal der Götter. Da kommen die Mächte der Unterwelt und treten zum Endkampf gegen die Götter und die mit ihnen verbundenen Kämpfer in Valhall an. Und da stellt sich heraus, dass die Götter eigentlich auf der Verliererseite sind. Sie werden zwar von den menschlichen Kriegern unterstützt, aber das ist zu wenig. An diesem letzten Tag führt Odin die toten Helden Valhallas in den letzten großen Kampf. Thor nützt selbst der Hammer Mjölnir nichts mehr. Er und die Midgard-Schlange bringen einander um. Odin wird gegen den Fenriswolf kämpfen. Und die Bestie wird ihn verschlingen, so die Weissagung. Und dies ist die schrecklichste Schlacht, die jemals in der Welt geschehen ist. Selbst Yggdrasil, der große Weltenbaum, steht nun in Flammen. Wenn der Feuersturm sich ausgetobt hat, versinken die verbrannten Reste der Erde im Meer. Die Sonne wird schwarz, Land sinkt ins Meer. Es stürzen vom Himmel die strahlenden Sterne. Es rast der Brandgeruch, wieder das Feuer. Die lodernde Lohe spielt hoch in den Himmel. So sprach die Seherin über das Ende der Welt. Niemand weiß, wann der Mythos vom Untergang der nordischen Götter einmal entstanden ist. Auch der Skalde, der die Völuspá, die Prophezeiung der Seherin, gedichtet hat, ist unbekannt geblieben. Was aber existiert,
ist die älteste Handschrift dieser großartigen Dichtung. Sie stammt aus dem frühen Mittelalter, aus christlicher Zeit, und wird heute in Island als Nationalheiligtum gehütet.